So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Wir waren nämlich letztens in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich, ihr werdet es gar nicht glauben, nichts getrunken und nichts gegessen. Die meisten Leute gehen jetzt zum Weihnachtsmarkt, weil sie da einfach essen und trinken, sich komplett abschießen, mit Freunden hier durch die ganzen Hütten durchsaufen und sich schön den Ransen volljagen mit Speisen, aber... Nee, ich weiß nicht. Es gab Bratwurst, aber Bratwurst kann ich gefühlt das ganze Jahr über auf dem Markt hier essen und so. Und da war jetzt nichts dabei, was mich irgendwie übelst interessiert hat. Anders als bei Suhl mit der Chili-Bratwurst, die fand ich cool. Hab jetzt auch das erste Mal Langosch probiert. Aber auch in Suhl dann, habe ich mich dann mal rangetraut, weil es da Teufelssoße gab. Aber ich wollte trotzdem nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich habe auch keinen Glühwein getrunken, weil ich musste ja Auto fahren dann und alles. Sind zwar Zug gefahren, aber vom Bahnhof nach Hause musste ich Auto fahren. Also auch keinen Glühwein getrunken. Ganz braver Vorzeig-Baba, ne? Jetzt habe ich aber am Bahnhof einen Kiosk entdeckt. Da waren außen am Schaufenster schon Taki-Tütchen dran geklebt. Mit zum Beispiel der Sorte Zombie. Pupsi hat damals Takis bestellt von irgendwoher. Irgendeinem Süßigkeiten-Shop, Internet, irgendwas, sauteuer. Und ich weiß genau, dass Zombie dann nicht dabei war. Wir müssen irgendwann nochmal den großen Taki-Test machen. Da habe ich gedacht, nimmst du dir einfach so ein Päckchen Zombie mit, zur Vollständigkeit. Da war ich in diesem Laden. Da waren nur lauter Inder drin oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Die haben dann irgendwie alles mit Klebestreifen einfach ans Schaufenster dran geklebt. Ich habe gedacht, das ist so Deko. Richtige Tütchen gab's nicht. Und die haben gesagt, ach, kannst du einfach abreißen. Reiß ab, nimm mit alles, kannst du haben. Kommt eh irgendwann Ware wieder nach. Und da hab ich, okay. Hab ich mich umgeguckt, hab noch ein paar andere Sachen entdeckt. Getränke, Takis, sonst was. Und jetzt ist der Clou. Was denkt ihr, wie viel die Sachen in Erfurt, beim Bahnhof, gegenüber, an dem Kiosk gekostet haben? Da gab's auch Samyang-Nudeln, da gab's Getränke, da gab's alle möglichen Sachen. Ich möchte euch jetzt mal meine Ausbeute zeigen, die ich dort beim eigentlichen Erfurter Weihnachtsmarkt, was keiner war, weil wir ja nicht da waren, mir geholt habe. Wir haben hier einmal eine Tüte Takis Crunchy Fajitas Wurst. Auf jeden Fall, die Tüte ist dabei. Merkt euch mal, eine Packung Takis Fajita. Dann nochmal eine Packung Takis Zombie. Die sind so grün, da kommen die Zombie-Hand unten raus. Das ist richtig brutal. Das ist richtig stark. Da sieht die schon wieder langweilig aus, weil da ist einfach nur so ein kleiner Tornado. Ne? Zwei Tüten Takis also. Hier haben wir nochmal Takis Nitro. Und ich sehe schon wieder so einen Tornado und ich sehe schon wieder Limette. Dann haben wir einmal Takis New Dragon Sweet Chili. Das sieht aus wie bei John Wick 4. Alles so neonmäßig, da ist halt dieser Dragon in Sweet Chili. Das macht auch einen guten Eindruck, steht auch neu dran, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Wie viel werden diese Tüten Takis kosten? Versucht mal irgendwie eine Rechnung im Kopf aufzustellen. Ich sage euch am Ende, wie viel alles zusammen gekostet hat. Und ich bin echt vom Glauben abgefallen. Erstmal aber, was ich noch gesehen habe, diese Flaschen hier, Calypso. Das hat die Shania, glaube ich, mal getestet bei sich auf dem Kanal. Das hat eine richtig schöne Babyfarbe, Babyrosa. Das ist Triple Melon Lemonade. Wenn ich euch das mal so rumdrehe, guckt euch doch mal diese Farbe an. Diese Triple Melon Lemonade. Die sieht gut aus. Jetzt habt ihr auch meinen Weihnachtsmann gesehen. Das ist auch vor allem ein fettes Teil mit 473 Milliliter. Die wollte ich mal probieren. Deswegen leg mal die hier hin. Dann haben wir natürlich hier noch die blaue davon, Ocean Blue Lemonade. Habe ich mir auch mitgenommen. Dachte, die müssen wir auch mal probieren. Da haben wir aber noch eine dritte, und zwar die hier, die Paradise Punch Lemonade. Die ist dann eher rötlich. Wenn wir euch das wieder hier gegen das Licht halten, seht ihr, die ist rötlich. Und die andere natürlich blau. Sieht aus hier wie das Gletscherwasser. Ist es aber nicht. Leg mal auch zurück. Dann war ich noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar Dosen gefunden. Und zwar einmal diesen Python Energy Drink. Noch nie gesehen, so eine Dose oder dieses Design. Der Python Energy Drink musste mit. Steht auch alles auf
Arabisch drauf, auf Indisch, auf keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Ginseng Energy Smooth Great Taste. Da ist ein Ginseng drauf, was aussieht wie eine Karotte mit einem Grünzeug oben, aber ist das auch gemischt oder sieht er eigentlich so aus? Ich kenne immer nur die Ginseng-Wurzeln, aber haben die oben wirklich Grünzeug plus so eine rote Blüte? Das ist auf jeden Fall noch ein Ginseng-Energy, den wir hier jetzt noch eingepackt haben. Dann einmal Mirna Cola, wo auch hinten lauter komisches Zeug draufsteht, aber halt wohl einfach eine Cola ist, die ich auch nicht kenne, die noch nie gesehen habe. Eine zweite Mirna Cola, weil Pupsi gesagt hat, wenn das Cola ist, dann packen wir auch mal eine ein. Die möchte ich mal probieren. Also zwei Mirna Cola. Dann eine Mirna Green Apple. Die haben also nicht nur Cola, die haben auch grünen Apfel. Sieht eigentlich richtig cool aus, die Dose. Schön fruchtig, schön grün. Und dann einmal hier Katzne Fruit. Sieht aus wie irgendwie Spray fürs Auto. Katzne Fruit, irgendwas Fruchtiges, das auch noch mitgenommen. Was denkt ihr, wie viel haben die Sachen insgesamt gekostet? Der Rucksack ist nämlich jetzt leer, mein Rücken tut auch weh. Ich darf das so nicht aufnehmen. Ich brauche Rückhalt, weil das Bett viel zu weich ist. Wenn ich so berechne, sagen wir mal, ich würde 1,50 Euro für so eine Dose ansehen. Ist doch eigentlich normaler Preis. Wenn du irgendwie beim Dönermann reingehst und da nimmst du dir aus dem Ding noch was zu trinken, hast du vielleicht 1,50 für so eine Dose. Sind wir bei 6 Dosen, sind wir bei 9 Euro, oder? Passt das? Warte, kurz berechnen. 2 sind 3. Dann sind 4 sind 6. Und 6 sind 9. Das passt sogar. Wenn ich mir das hier angucke, so eine Flasche Calypso, da werde ich nicht mit 2 Euro hinkommen, da würde ich jetzt vielleicht 3 Euro berechnen oder irgendwas. Das Ding ist nämlich dort, nirgendwo waren Preise dran. Es gab absolut keine Preisschilder, im ganzen Laden gab es nichts. Du wusstest nie, wie teuer was ist oder was welchen Wert hat. So eine Flasche Calypso würde ich vielleicht jetzt hier mit 3 Euro berechnen. Wir haben 3 Stück, sind nochmal 9 Euro. Wir sind also bei 18 Euro, 9 plus 9, okay. Dann haben wir Takis, 4 Tüten Takis. Das sind kleine Tüten, da sind weniger als 100 Gramm drin, nämlich nur 92 Gramm sind das zum Beispiel hier bei der. 4 Tüten Takis, rechnen wir mal vielleicht mit 5 Euro pro Tüte, was vielleicht an sich schon teuer ist, sind das 20 Euro plus die 18 Euro, sind wir bei 38 Euro. Findet ihr, das ist ein fairer Preis? Ist das ein Preis, wo ihr sagen würdet, das ist realistisch? Ich habe aber keine 38 Euro bezahlt. Wir waren an der Kasse und der Endbetrag waren 55 Euro. 55 Euro für diese Sachen in dem Laden am Bahnhof ohne Preisschilder, ohne Etiketten. Vielleicht kostet eine Tüte Takis ja nicht 5 Euro, sondern 10 Euro. Dann haben wir ja schon 40 Euro für die Takis und dann bleiben noch 15 Euro übrig für den Rest. Kann das sein? Was denkt ihr? Was denkt ihr, wie teuer waren die Takis? Wie teuer waren die Dosen? Wie teuer der Calypso? Das ist ja eine Limonade, ist es, glaube ich. Ja, Pupsi hat schon gesagt, da gibt es wohl 9 verschiedene Sorten. 3 Stück gab es jetzt dort. Vielleicht werde ich gucken, dass ich mir die anderen Sorten auch noch besorge. Das dann auch mal alles zusammen in einem großen Videotest oder so. Schauen wir mal. Das war mein Beutel, mein Rucksack aus Erfurt vom Weihnachtsmarkt nach dem Weihnachtsmarkt. 55 Euro. Hättet ihr damit gerechnet? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel das gewesen wäre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.